Dann wollen wir doch mal gucken, was uns die Lektionen bieten. Die erste Lektion, die ist der Flugapparat. Ich wäre ja davon ausgegangen, dass hier jetzt ganz generell um Flugapparate der Muggel geht. Da gibt es ja eine Menge Auswahl. Flugzeuge, Heißluftballons, Flugzeuge, Hubschrauber. Ja, aber ich habe jetzt natürlich ein bisschen recherchiert und ich habe tatsächlich herausgefunden, es wird sich dabei wahrscheinlich nicht um Flugapparat im Allgemeinen handeln, sondern um einen ganz besonderen Flugapparat. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Es wird sich wahrscheinlich um einen ganz besonderen Flugapparat handeln, und zwar um den Normalsegelapparat. Der Normalsegelapparat ist ein 1893 von Otto Lilienthal entwickeltes Gleitflugzeug, das durch Gewichtsverlagerung gesteuert wird. Und jetzt mal wieder aufpassen, das ist natürlich jetzt ein Flugapparat der Hexen und Zauberer, der Besen. Ja, einmal kurz hier aufpassen, dass ich nichts falsch mache. Ich will ja hier die vielen Energiepunkte haben. Ja, Lilienthal selbst absolvierte damit vor allem vom Fliegeberg in Lichterfeld bei Berlin über 1000 Gleitflüge. Der Normalsegelapparat ist das erste in Serie gefertigte und als Produkt vermarktete Flugzeug der Geschichte. Er wurde im Jahre 1893 erstmal zum Patent angemeldet und von 1894 bis 1896 von der Maschinenfabrik Otto Lilienthal für 500 Mark angeboten. 500 Mark. Das sind... Ich habe jetzt keinen Taschenrechner hier, aber... teile das doch mal geteilt durch 1,95583. Das ist okay. Burdick Muldoon, den kenne ich noch gar nicht. Leiter des magischen Rats im 14. oder 15. Jahrhundert. Okay, hervorragend. Ja, ja, auch hervorragend. Hier, das ist jetzt aber hervorragend. Was will uns denn Sikonde jetzt zum Flugapparat verraten? Hi, bin da. Also, wir beginnen mit einer Fluganleitung. Seid gegrüßt, liebe Schüler. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich auf den heutigen Unterricht freue. Heute werden wir uns ein wahres Wunder des Muggel-Erfindungsreichtums ansehen. Flugapparate! Schnallen Sie sich gut an, denn Ihre Vorstellungskraft wird gleich abheben. Oh, also doch Flugapparate im Allgemeinen. Na gut. Die Muggel haben verschiedene Methoden entwickelt, um der Schwerkraft ein Schnippchen zu schlagen. Ja, okay. Die Muggelwissenschaft hat alle möglichen Wege gefunden, um der Natur zu trotzen und zu fliegen. Können Muggel wirklich ohne Besen fliegen? Es ist total cool, dass die Muggelapparate ohne jegliche Verzauberung fliegen. Die Muggel haben sich interessante Dinge ausgedacht, wenn es ums Fliegen geht. Ich bin einmal mit dem Flugzeug nach Korea geflogen, um meine Großmutter zu besuchen. Aus der Luft betrachtet ist die Landschaft bestimmt wunderschön. Ich frage mich, ob manche Muggel Flugangst haben. Haben manche Muggel auch Flugangst? Das wäre völlig verständlich und Cody traut sich nicht zu fragen. Professor Sikonde? Professor Sikonde, haben Muggel Flugangst? Diese Modelle sind lehrreich und es macht Spaß, mit ihnen zu spielen. Ich finde es phänomenal, dass sowas wirklich fliegen kann. Die Muggel haben Zeppeline erfunden, um sie wie Teppiche am Himmel aussehen zu lassen. Okay, dann, Konzentrationsfähigkeit ist sehr wichtig für Muggelpiloten, ebenso wie für Zauberer. Also konzentrieren wir uns. Ja, dann schauen wir doch mal im Schulbuch nach. Also, der Segelapparat von Lilienthal hat eine Spannweite von 6,7 Metern, ein Gewicht von 20 Kilo und eine maximale Flugweite von 250 Meter. Oh. Damit ist man jetzt nicht wirklich weit gekommen. Okay, in ihren Büchern finden Sie weitere wundersame Muggelweisheiten. Meter, nicht Kilometer. Viele der anfänglichen Muggelflugversuche sind gescheitert, oft mit tödlichem Ausgang. Was soll ich denn jetzt als nächstes schreiben? Ich klicke mal auf André. Ich glaube, nach diesem Unterricht werde ich eine Runde fliegen. Darauf habe ich gerade sowas von Lust bekommen. Muggelflugapparate sind zwar gefährlich, aber oft sind es die gefährlichen Dinge, die sich besonders lohnen. Ein Besen ist mir allemal lieber als ein Flugzeug. Warum müssen wir nur so schnell einen Aufsatz schreiben in 30 Sekunden? Ich würde lieber auf einem Manticore reiten, als mich in einen dieser Muggelapparate zu setzen. So schnell kann ich nicht schreiben, ich gebe einfach nur einen Strom von Wörtern von mir. Der erste erfolgreiche Flugapparat der Muggel war ein Heißluftballon. Und hier sind 15 Empathiepunkte. Und jetzt gucken wir, was Sikonde von uns will. Mal sehen, wie schnell sie einen Aufsatz über das Fliegen schreiben könnt, das wird einfach toll! Ja, 30 Sekunden. Ne, weniger als 30 Sekunden, würde ich sagen. Top, die Wette gilt. Also, los geht's. Und yay! Na, und weniger als 30 Sekunden. 5, 6, 7, 8 habe ich geschafft. Ja, wer hat denn alles so einen
Normatikapparat gekauft, den das letzte, die man kennt. George Francis Fitzgerald. Nikolai Djedjerovic Zhukovsky. Charles E. L. Brown. Charles de Lambert. Professor Sikandi. Ach nee, nein, Entschuldigung. Der Erfindungsreichtum der Muggel ist einfach unglaublich. Ja, dann legen wir mal los. Den Muggeln fehlt es jedenfalls nicht an Kreativität und Einfallsreichtum. Der Einfallsreichtum der Muggel begeistert mich immer wieder aufs Neue. Offensichtlich geht es dir genauso. Ich bin schon mehrmals in solchen Apparaten geflogen. Die Muggel waren sogar schon im Weltraum. Kannst du dir das vorstellen? Manche der Muggel-Flugapparate sind so groß wie Trauch. Auch wenn es euch überrascht, ich bin mit diesen Dingen aufgewachsen. Muggel finden auch ohne Magie einen Weg, um ihr Ziel zu erreichen. Den Muggeln fehlt es jedenfalls nicht an Kreativität und Einfallsreichtum. Der Einfallsreichtum der Muggel begeistert mich schon wieder, immer und immer und immer und immer wieder. Ich bin schon mehrmals in solchen Apparaten geflogen. Die Muggel waren sogar schon im Weltraum. Ja, wenn es mich überrascht, ich bin mit diesen Dingen aufgewachsen. Ja, ja, gut. Das ist ein Schrott. Ja, am 9. August 1896... Ah, jetzt muss ich sortieren. Da stürzte Lilienthal bei Stölln am Goldenberg aus etwa 15 Metern Höhe ab. Na, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich guck gleich, ich muss hier jetzt nur gerade mal was sortieren. So. Aus etwa 15 Metern Höhe. Als er im Flug fast zum Stillstand gekommen war, warf er zur Fahrtaufnahme Beine und Oberkörper weit nach vorn. Im Zuge dieser Lagerkorrektur stürzte er fast senkrecht zu Boden und schlug mit der rechten Tragfläche auf. Er verletzte sich schwer. Oh, und einen Tag später starb er. An einem Bruch des dritten Halswirbels. Okay. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich diese fantastischen Muggel-Artefakte anzusehen. War mal, wie alt ist der dann geworden? 1893 hat er es erfunden, 3 Jahre später ist er gestorben. Hat er also 3 Jahre seinen Spaß. Und wann ist er geboren? 48. Dann werde ich alle da nicht geworden. Vier Normatikapparate sind noch erhalten, wenn man sich das mal angucken möchte. In München, in Washington, in London und in Moskau. Ach no, und es gibt noch eins. In Wien. Ja. Okay. Gut. Dann, falls ich da mal jemand angucken will. Also, München, Washington, London, Moskau oder Wien. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich diese fantastischen Muggel-Artefakte anzusehen. Okay. Das Gedächtnis ist nicht gerade meine Stärke. Apropos, ich brauche jetzt einen starken Tee. Ich kann mir die Unterschiede zwischen Rana viel besser merken als andere Dinge. Ich wünschte, alle Fächer würden mir so leicht fallen wie Muggelkunde. Die Muggel müssen sich ganz schön viele Dinge merken, um sich in ihrer Welt zurechtzufinden. Wie soll sich denn irgendjemand all das merken? Wenn ich mir diese Dinge als Drache vorstelle, kann ich sie mir viel besser merken. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Einige dieser Gegenstände haben mich schon ziemlich lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich kann ich mir das alles merken. Vielleicht kann ich es mir merken, wenn ich es lange genug anstarre. Ja, so funktioniert Lernen. Einfach anstarren und dann kann man sich's merken. Gute Idee. Lass uns einfach Rundkarten spielen, solange sie Condé nicht herschaut. Ja gut, dann spielen wir mal eine Runde Memory. Diesmal sind sie aber gut versteckt. Na, mal schauen, ob ich's mir merken kann. Ein lang genug Anstand hieß es. Das war nicht lang genug angestarrt. Da war das dann da oben. Nee, dann war da. Das war da. Das war dann da, ja. Und das da. Nee, fast. Komm schon, das schaffe ich noch. So und so. Haha, ich hab's geschafft. Nun werden wir die Artefakte studieren. Sehen Sie sich diese originalgetreuen Modelle an, um das Wunder des Fliegens besser zu verstehen. Da ist aber kein Normalsignalapparat dabei. Naja. Bernoullis Grundsatz ist entscheidend für die Flugtheorie der Muggel. Ich werde froh sein, wenn ich meinen Abschluss hinter mir habe und mich nicht mehr damit herumärgern muss. Die Form der Flügel scheint wichtig dafür zu sein, dass Flugzeuge wirklich abheben können. Das Flugzeug bewegt sich schnell vorwärts, um genug Auftrieb zu erzeugen und fliegen zu können. Wenn der Propeller das Flugzeug vorwärts bewegt, wie schafft es das Flugzeug dann abzuheben? Diese Modelle sind wirklich eindrucksvoll. Ich frage mich, ob Professor Sikandi sie zusammengebaut hat. Aber der wird es wahrscheinlich zusammen gezaubert haben. Es war garantiert nicht einfach, die Theorie für Flugapparate zu erforschen. Sag mal, warum verschwende ich meine Zeit nicht damit, mit Muggelspielzeug rumzuspielen? Es macht Spaß, einfach nur die Propeller zu drehen. Ich werde froh sein, wenn ich das alles hier hinter mir habe. Ja, und damit haben wir auch diesen Unterricht abgeschlossen.
Was sind das denn hier für Crap-Belohnungen? Kommen ja gar nichts mehr bei rum. Nachdem Sie sich mit diesen Artefakten vertraut gemacht haben, ist es an der Zeit, Ihr Wissen auf die Probe zu stellen. Okay, dann... Yay, hervorragend! Ich kann jetzt das Flugzeug in die Hand nehmen und damit spielen. Yay! Und ich darf den Propeller drehen. Toll. Das wäre dann auch geschafft. Oh, wie toll. Ein Flugzeug. Oh, was habe ich hier denn noch alles erwirtschaftet? Eieiei. Ich brauche die Punkte gar nicht mehr. Ich habe den Monatsplaner schon wieder abgeschlossen. Viel zu schnell. Na gut. Ja, was ist denn jetzt der Kesselbrand überhaupt? Das wollte ich ja jetzt noch rausfinden. Das ist nicht der Kesselbrand. Oh, wir waren vorher noch letzter. Jetzt bin ich erster. Das geht ja immer schnell hier. So, ja, was ist der Kesselbrand? Professor Kesselbrand, warten Sie da draußen auf mich? Nee, Professor McGonagall. Hi. Worüber wollten Sie denn mit mir reden, Professor McGonagall? Ich hatte Professor Kesselbrand erwartet. Es geht um unseren Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe, Professor Kesselbrand. Er hat sich leider eine schwere Verletzung zugezogen. Wieder einmal. Oh nein, nicht schon wieder. Geht es Professor Kesselbrand gut? Ja, aber er wird seine Pflichten für einige Zeit nicht wahrnehmen können. Sie müssen ihn vertreten als Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe. Nee, wir haben einen anderen Ersatz arrangiert, aber es gibt noch andere Aufgaben, die erledigt werden müssen. Was halten Sie davon, die Pflichten von Professor Kesselbrand zu übernehmen, während er sich erholt? Sehr gern, Professor, Sie können sich auf mich verlassen. So, und was hat er denn? Pflege von Geschöpfen besprechen mit Hagrid. Über die Pflege nachlesen. Sollte ich nicht erst lesen und dann mit Hagrid darüber reden? Futter für die Geschöpfe sammeln, im Krankflügel aushelfen. Ja, da liegt da wahrscheinlich Kesselbrand. Ja, dann lade ich mal kurz Energiepunkte auf. Ja, Hagrid, dann lass uns doch mal über die Arbeit von Kesselbrand reden. Macht er überhaupt Arbeit? Oder machst du die Arbeit für ihn? Ja, die Unterrichtsstunden hält er. Oder macht er das so wie Green, dass er dann mich die, dass er jemand anderen den Unterricht vorbereiten lässt? Nachdem Professor Kesselbrand auf der Krankenstation versorgt wird, müssen wir uns um die Tiere kümmern. Okay, also sitzen wir mal hier und schlürfen Tee. Gute Idee. Professor Kesselbrand wurde schon öfter verletzt, als ich zählen kann. Gut gemacht, Fang. Du hast ihn hoffentlich nicht gebissen. Puff! Ich hoffe, das heißt nein. Professor Kesselbrand ist bestimmt im Handumdrehen wieder auf die Beine. Das ist meine Spezialmischung aus frischen und getrockneten Kräutern. Wir kümmern uns um die Geschöpfe, bis Professor Kesselbrand zurückkehrt. Die Geschöpfe aus Professor Kesselbrand... Das war so schnell, Hagrid. So schnell bin ich doch nicht. Ein alter 17-Jähriger ist doch kein D-Zug. Welcher Teil des Flipperwurms wird für Zaubertränke verwendet? Ich vermute mal der Schleim. Ja. Wer von uns wird die Flipperwürmer denn füttern? Und müssen wir auch Schleim abpropfen? Möchtest du noch eine Tasse Tee? Willst du mich jetzt bestechen, dass ich mich um den Schleim kümmere bei der Wand? Ich habe gehört, dass Miss Frau Pritsche für Professor Kesselbrand einspringen wird. Aber es in ein paar Jahren. Wuff, wuff! Ja, davon habe ich auch gehört. Lach nicht, aber ich würde zu gern eines Tages Unterricht über Tierwesen geben. Ja, das wird wohl auch passieren in ein paar Jahren. Ja, und da ist mal wieder ein Sternje. Jep, was dürfen wir diesmal machen, Hagrid? Tee trinken? Nee, Fang streicheln. Oh. Ich hab's hingekriegt. So, jetzt streichen wir mal den lieben kleinen Fang. Mal, Fang ist mir so gestreichelt. Ist das nicht toll? Ja, da gefällt dir das alte Geld. Ja. Gut gemacht, Fang. Wuff! Ja, das hatten wir schon. Professor Kesselbrand ist bestimmt im Handumdrehen wieder auf die Beine. Das ist meine Spezialmischung aus frischen und getrockneten Kräutern. Wir kümmern uns um die Geschöpfe, bis Professor Kesselbrand zurückkehrt. Die Geschöpfe aus Professor Kesselbrands Unterricht werden ihn bestimmt vermissen. Mit Sicherheit. Ich habe das Gefühl, dass Hagrid sich sowieso um einen Großteil der Tiere kümmert. Ja, und hier bekomme ich noch Geld fürs Tee trinken. Tee ist gut. Hör gut zu, Cody, das ist sehr wichtig. Okay, ich habe zugehört. Machen wir weiter? Gute Idee. Womit wollen wir denn jetzt weitermachen? Ah, das war's schon. Wir machen gerade doch nicht weiter. Mein Fehler, sorry. Ja, in dem Fall, Hagrid, kannst du mir bitte den Stempel geben? Einmal hier. Dankeschön. Und dann will ich als nächstes noch im Krankenflügel... Ja, ich will nur mal gucken, ob Kesselbrand jetzt im Krankenflügel ist. Das ist ein großes Mysterium. Ist der Brand der Gekesselte im Krankenflügel? Nee, das ist Levi. Levi, was machst du hier? Levi? Ich habe alle Hände voll damit zu tun, Professor Kesselbrands Verbände zu wechseln. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay, dann gehen Sie. Womit können wir einen verdammten Mann behandeln? Gehen Sie doch, Pomfrey. Ich kümmere mich um Levi.
Einfach unfassbar, wie viele Verbände Professor Kesselbrand gebraucht hat. Es ist schön, wieder einmal mit dem Krankenflügel zu arbeiten, Gaudi. Jemand hat mich dazu herausgefordert, dir Futter zu essen, aber ich habe es angesagt, indem ich es komplett aufgegessen habe. Ich bereue dich, denn ich habe die Wette gewonnen. Ist dieser Schüler wirklich krank geworden, nachdem er Tierfutter gegessen hat? Ich habe gehört, dass Madame... Was hast du gehört, Kiara? Ach, ihr seid immer so schnell. Ein einzelner Energiepunkt, gute Idee. Ja, ich muss gut zuhören, sonst verpasse ich vielleicht was Wichtiges. Also, was für Tierfutter war das denn? War hoffentlich kein Flubberwurm-Schleim, Levi. Madame Pomfrey hat unseren gesamten Vorrat an Diptam aufgebraucht, um Professor Kesselbrand zu behandeln. Warum habe ich das Tierfutter gegessen? Ich habe zusätzliche Hilfe angefordert, weil Professor Kesselbrand so viel Pflege braucht. Ich muss mich bald um Professor Kesselbrand kümmern, danke für eure Hilfe. Ich sehe hier nirgendwo Diptam, scheinbar ist der Vorrat aufgebraucht. Womit können wir einen verdorbenen Magen behandeln? Einfach unfassbar, wie viele Verbände Professor Kesselbrand verbraucht, obwohl ich gar nicht bei ihm bin. Selbst wenn ich nicht da bin, gehen die Verbände weg wie warme Semmeln. Und wenn sie zugehört haben, sollen sie die Antwort auf diese Frage kennen. Womit hat sich Levi den Magen verdorben? Welches Heilkraut ist ausgegangen? Na, dann halt Diptam. Was, Diptam? Ach, gut. Ja, dann ist das natürlich ganz hervorragend, dass Diptam ausgegangen ist. Es ist schön, wieder einmal mit dem Krankenflügel zu arbeiten, Cody. Ich werde mithelfen, so gut ich kann, während sich Professor Kesselbrand erholt. Professor Kesselbrand scheint aber woanders im Krankenflügel zu sein. Immerhin wurde aus Professor Kesselbrand niemand verletzt und Levi hat nur eine Magenverstimmung. Ja, er hat Tierfutter gegessen. Ich habe gehört, dass Madame Pomfrey zusätzliche Verbände für Professor Kesselbrand bestellen musste. Ich habe gehört, mir fehlen jetzt 2 Energiepunkte. Das ist doch... Aber diesmal habe ich aufgepasst. Diesmal hole ich mir die von hier. So, dann habe ich nämlich sogar 8. So, der Adventskalender ist leider schon alle, aber ich werde jetzt nicht rumlaufen und irgendwo Energiepunkte suchen, wenn ich dann auch Energiepunkte habe, die sowieso nur verfallen würden. So, jetzt aber. Danke, Chiara. Ja, nehme ich wieder Geld. Sie brauchen eine ruhige Hand, um unseren Patienten zu behandeln. Okay, Levi, guck mal meine Hand an. Willst du, dass ich meine Hand über dich lege? Das wird dir gefallen. Lege ich jetzt meine Hand über dich? Nee, ich tue es doch nicht. Ich spiele hier links das Spiel. Siehst du hier, links die Schriftrolle, die da so hoch geht? Ja. Wenn du leidest, mache ich Handygames. Oh, ja gut, ich kümmere mich ja doch um dich. Oh ja, jetzt guck mich nicht so verliebt an. Gut. Ja, was ist denn mit euch beiden los, plötzlich, ihr Turteltöpfchen? Ja. Ich will jetzt eigentlich nur noch den Stempel von Madame Pomfrey und dann kann ich ja schon wieder... Ja, ich habe jetzt nämlich hier diesmal 3 Papier bekommen. Toll. Ja, ich wollte mir noch schnell den Stempel abholen und dann muss ich leider wieder cutten. Was können wir nun noch über die Pflege von Geschöpfen lesen, um etwas zu lernen? Damit wir... Oh, wir können nichts lernen, denn das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Na toll. Ja, man will mal was lernen. Und dann klappt es nicht. Ja, dafür zeige ich jetzt hier zum ersten Mal das neue Bild, das Neujahresbild. Wobei ich mich frage, warum es ein Neujahresbild gibt. Es gab gar keine Neujahresquest. Und Neujahr ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen vorbei. Ja gut, vielleicht haben sie ja auch gedacht, man braucht im Januar nicht mehr das Weihnachtsbild. Aber ich möchte auch jetzt was lernen. Also. Hallo Elanza, mit dir wollte ich jetzt eigentlich nicht lernen, aber danke, dass du mir hier nochmal ein paar Punkte gibst. Nächster Versuch, was können wir hier über die Geschichte von Geschöpfen nachlesen in einer Stunde, ohne abzustürzen, bitte, das wäre ganz nett. Ja, wir recherchieren, zu welchem Thema denn überhaupt? Ich meine, das ist ja ein umfassendes Thema. Ich muss mein Wissen über Tierwesen aufbessern, solange Professor Kesselbrand außer Gefecht ist. Denn bei ihm lernen wir ja nichts. Man findet das ja nur aus Büchern raus. Die genaue Pflegetechnik hängt davon ab, um welches Tier es geht. Oh, gut zu wissen. Es ist gut, gelegentlich die Grundlagen zu wiederholen. Psst! Oh, Sie haben gar nichts gesagt. Tut mir leid. Macht der Gewohnheit. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal irgendwo gelesen habe. Ich muss fleißiger sein, wenn ich irgendwann für die Zabakamu arbeiten möchte. Das Ministerium hat die höchsten Ansprüche. Und daran muss ich mich als Schülerin einfach orientieren. Und... ich muss auch noch leise sein, sonst wird man im Pinsel und... Ich muss diese Bücher schnell lesen, also einmal studieren. So, schnell lernen.
Und dann bin ich auch gar nicht mehr so laut mit dem Pins. Ich muss ja zum Glück nur 2 Sterne holen. Sie geben mir ja dann gleich den Stempel. Davon kann ich doch ausgehen, oder? Ja. So, das habe ich schon mal geschafft. Da kann sie schon mal sehr stolz auf mich sein. Und dann machen wir auch direkt weiter. Ich muss möglichst viel über die Pflege von Geschöpfen herausfinden. Ich verlange nur, dass sie keine magischen Geschöpfe in die Bibliothek mitbringen. Würde ich nie tun. Kröter. Hasenbock. Ich meine, wer ist das denn eigentlich? Ich bin gerne hier und genieße die Stille. Es ist so friedlich. Diese Technik ist bestimmt hilfreich. Was soll ich heute Nachmittag tun? Vielleicht ein Schläfchen halten. Professor Kesselbrand schafft es immer wieder, sich zu verletzen. Gut, dass ich nicht auf den stehe, sondern auf Mr. Filch. Oh, Mr. Filch. Oh, Mr. Filch ist so geil. Ich meine, natürlich, ich muss mich aufs Lernen konzentrieren. Bitte reden Sie jetzt nicht davon, wie attraktiv Mr. Filch ist, ja? Danke. Und jetzt hätte ich gerne noch den Stempel. Da ist ja der Stempel. Und jetzt suche ich noch Futter für die Geschöpfe. Und ich gebe das den Geschöpfen einfach gar nicht und habe dann schon alles abgeschlossen. Also erstmal wird jetzt gesammelt. Da sind bestimmt Jay und Liz dabei. So, gucken wir doch mal. Hi, Jay und Liz und Mondgill war natürlich auch. Wir suchen nach Zutaten. Der verbotene Wald steckt voller verborgener Schätze, wenn man weiß, wo man sie findet. Das Tierfutter ist da keine Ausnahme. So. Hoffentlich sehen wir ein Zentauren, während wir hier sind. Und hoffentlich ist er uns freundlich gesinnt. Professor Kesselbrand tut mir wirklich leid. Hoffentlich geht es ihm bald besser. Hilf mir, das hier zu sammeln. Die Tiere werden es lieben. Aber bis jemand stirbt, wenn ich einige der Pflanzen verkaufe, die wir hier sammeln. Manche dieser Pflanzen haben eine heilende Wirkung für bestimmte Tiere. Im Wald lauern alle möglichen Gefahren. Ich muss wachsam sein. Gerade die Mondkälber da hinten, die sehen mega gefährlich aus. Deswegen würde ich sagen, ich muss diese Zutaten schnell sammeln. Hatten wir das nicht gerade in der Bib? Naja, dann sammle ich sie mal schnell. Auf und davon. Hoch geht's. Yay, yay, yay. Dieser Pilz ist entweder essbar oder hochgiftig. Möchte jemand probieren? Wenn du Diptom siehst, sammle es ein. Ich habe gehört, dass er vorher dem Krankenflügel zur Neige geht. Im verbotenen Wald gibt es jede Menge nützliche Zutaten für Tierfutter. Wie wäre es, wenn wir unseren eigenen Lebensmittelhandel eröffnen? Stell dir das nur mal vor. Ja, gute Idee. Liz, was hast du? Du hast nichts, du hast hier direkt den letzten Stern. Ja, gut, dann nehme ich das natürlich gerne an. Wenn du die Zutaten jetzt sortierst, musst du es später nicht mehr tun. Hätte ich sie später überhaupt sortieren müssen? Naja, wenn Jay das jetzt sagt, dann sortieren wir halt mal eben die Zutaten. So, war mal kurz. Doch, das nach da und das noch nach da. Dann haben wir es doch schon geschafft. Hervorragend. Jay, kannst du mir auch noch einen Stempel geben, bitte? Und da ist der letzte Stempel. Und ich hab's das Kapitel abgeschlossen. Und ich glaube, nächste Woche muss ich mal wieder eine Pokémon-Folge machen. Weil nicht genug Material da ist. Weil so schnell ist das Glühwürmchen einfach nicht auf Maximal-Level. Sie haben die Pflichten von Professor Kesselbrand ohne Schwierigkeiten übernommen? Gut gemacht. Es war nichts Besonderes, Professor. Ich habe gern geholfen. Wie geht es, Professor Kesselbrand? Er ist auf dem Weg der Besserung und sollte bald wieder unterrichten können. Was für ein Glück, er scheint sich recht oft zu verletzen. Professor Kesselbrand würde sagen, das ist ein Berufsrisiko. Ich rate Ihnen nur eines. Passen Sie auf Ihre Finger auf, wenn Sie magische Geschöpfe füttern. Ja, das werde ich tun. Und damit ist Kapitel 50 offiziell und Koplum und Mento abgeschlossen. Und ich sage Arrivederci, over and out.